Hey yo, willkommen auf meinem YouTube-Channel. Hier findest du alles Mögliche, was mit Minecraft zu tun hat. Alright, Leute, es ist mal wieder soweit. Ich bin zusammen mit den Lochboys und wir besprechen heute das Thema, das Game of Thrones, die FIFA WM und die ESL der Minecraft-Szene, Varro 2. Ja, Varro. Ja, mach keine gut. Star Wars mit Musik dazu. Viel zu viel Hype für eine Sache, von der wir keine Ahnung haben an sich. Varro, du erklärst jetzt mal, was Varro ist. Für die Leute, die das vielleicht nicht wissen. Es gibt bestimmt ein paar Leute, die gucken kein Minecraft. So wie ich. Verschiedene YouTuber spielen Minecraft gegeneinander und miteinander. Ende. Das und was machen wir im nächsten Lauftalk dann? Also, ich fand ihn jetzt eigentlich ganz gut. Der war okay. Ja, war okay. Ein gut Performance. Wir sollten noch an unseren Fragen arbeiten. Das war noch nicht so ganz Ja, fresh. Das ist eigentlich ist es ja das im Grunde, ne? Aber es geht halt noch darum, dass die Equip sammeln müssen und so, bla bla bla. Ja. Also an sich ist einfach, ja, alle spielen gegeneinander Minecraft und wer stirbt, der fliegt raus. Ein Riesenturnier genau. Mit Zweierteams. Und mit den größten Minecraft-YouTubern, die es wahrscheinlich auch. Ja, wie zum Beispiel Minecraft-Expert, das ist der Beste. Wenn du Minecraft magst, dann bist du bei dem an der richtigen Stelle. Mit X-Turbination, also bei solchen hochkarätigen Teilnehmern. Alter, jetzt schon Dislikes bekommen. Nachher gucken die das, Alter, und dann sagen die, so eine Scheiße. Die haben keine Ahnung von meinem Lieblingsspiel. Ey, ich sage ja nicht, dass Minecraft ein schlechtes Spiel ist. Ich finde sogar, seit Varro finde ich das ganz cool. Also Minecraft an sich. Minecraft ist auch geil, wenn man da. Aber Minecraft PvP ist scheiße. Aber ich finde, Varro hat extremes Potenzial, dass das ein cooles Projekt sein kann. Ja, das stimmt schon. Okay, können wir aber direkt mit der ersten Frage anfangen, und zwar von Wombi. Was haltet ihr von Varro und wärt ihr gerne dabei? Stern, was haben wir gerade schon mal? Ja, aber generell so. Also ich finde eigentlich diese Zusammenarbeit von diesen vielen, vielen YouTubern, also da sind ja echt viele. Wie viele Teams sind das? 20 8? Teams, glaube ich. 20 Teams? Jo. Ja. Pro Team sind zwei Leute dabei, einfach so massig viele YouTuber. Das ist einfach ein cooles Event, denke ich mal, allgemein auch für YouTube, so viele Leute dabei zu haben. Und ich wäre gerne dabei. Also ich bin jetzt kein Minecraft-Experte, ich habe zu Beta-Zeiten mal gezockt und ein paar Türme gebaut, die aussahen wie Türme. Da war das Spiel noch gut. Und das hat Spaß gemacht und da gab es noch keine PvP-Szene. Da haben wir noch aus Leidenschaft gespielt und nicht darum, besser zu sein als andere. Ja, echt. Und aber gab es auch kein Bunny-Hopping, da gab es auch kein Futter und was weiß ich nicht. Das waren noch simple Zeiten. Oh, gerade kann ich sagen, ich habe hier gerade eine Liste gefunden, mit wer noch lebt und wer schon tot ist. Das ist ja nicht mehr aktuell, weil... Nee, die ist aktuell hier, glaube ich. Naja, aber wenn wir den Lauftalk ausstrahlen, ist ja schon... Oh, fuck, stimmt ja. Genau. Weil da können wir in der Vergangenheit spoilen. Ist jetzt ein Twist. Leute, Revi ist tot. Das wissen wir schon Ewigkeit. Du. Kannst du einfach irgendein MC Expert ist gestorben, ist in Lava reingefallen. Nee, dem passiert das nicht. Die Tasten kommen, wie er so über Lava schwebt. Sobald Er ist ja der MC Expert. Ja, zur Frage zurückzukommen, also Bock hätten wir auf jeden Fall alle, glaube ich, mitzumachen. Ja, klar. So mit Hashtag Team Dauch und so. Und wir hätten auch ein paar coole Ideen, wie wir das machen, weil wir würden das halt nicht so ernst nehmen. Da würden wir ein paar extrem coole, interessante Sachen machen vielleicht. Und also auf Varro 3 oder 4 oder 5 oder 25 hätte ich schon Bock als Teilnehmer. Irgendwann wird das voll das Amateurturnier mit Newcomern, keiner guckt das mehr. Ja, nicht schon wieder, ey. Varro wird einfach abgegeben an Turbinaten und der macht dann seine Quelle. Nee, das finde ich generell auch das größte Problem an Varro, dass es einfach so unglaublich ernst genommen wird. Dass die Leute sich dann wirklich... Ich habe das erste Varro ein bisschen verfolgt, das zweite jetzt fast gar nicht. Aber da waren die ersten Folgen waren richtig spannend. Gab noch ein paar Probleme mit Lags und so, alle haben rumgeheult, es gab volles Drama, weil Leute gestorben sind, aber dann ab Folge 20 oder so waren es einfach dann jeweils zwei Leute am Arsch der Map, die einfach 15 Minuten lang irgendwelche Sachen abgebaut haben, das war's, und das EP sammeln, das ist echt öde. Ja, ne? Das ist irgendwie das Problem, so, also die Spannung, wenn ein anderer da ist und die in der Nähe sind und du weißt, dass die in der Nähe sind, dann ist echt geil. Cool. Ja. Aber halt, wenn du so weißt, ey, jetzt ist 5 Parts halt irgendwo Diamanten am Main und warum sollte man mehr Diamanten craften? Ja, die wollen dann wirklich das perfekte Equipment haben, um dann innerhalb von 2 Sekunden doch zu verrecken wegen Lags. Ja, brauchst du halt auch, ne? Du könntest natürlich auch. Man muss doch waschen einfach. Man muss doch die perfekte Falle oder so stellen. Und man muss erstmal als erster entdecken, wo das andere Team ist und dann halt entsprechend auflauern. Ja, so funktioniert das. Ja, die Sache ist ja, du guckst ja die Videos von den anderen und dann stellst du dich dahin, wo sie im letzten Video waren. Ich glaube, es ist immer so, 3 Parts können die vorproduzieren und danach wird das dann geguckt und dann darf nicht vorproduziert werden. Also dürfen nur 3 Parts am Stück. Es kann aber sein, dass das nicht stimmt. Aber ich meine 3 Parts und dann gucken halt die anderen und dann. Ja, ich glaube, MC Expert und sein Kollege, die sind auch seit Part 2 oder 3
full equipped ungefähr, fast. Oh, ich habe ja nicht so viel Ahnung, deswegen meiner Meinung nach voll equipped und die suchen jetzt. Die haben die meisten Kills gemacht, oder? Die haben irgendwie schon in Folge 1 Kedos rausgeworfen. Das Massaker. Folge 1, haben wir da nicht eine Frage zu Folge 1? Ja. Es gab irgendwas mit Massaker, wir wussten noch nicht genau, was damit gemeint war. Nein, sagst du auch. Ich hab keine Ahnung, worum es geht. Die Idioten da. Okay, wir wissen alles. Und ja, man muss auch dazu sagen, wir verfolgen das zwar zum gewissen Teil, also ich guck das bei 1, 2, 3 Tubern, aber ich weiß halt nicht bei jedem, was da abgeht. Das interessiert mich auch nicht so wirklich bei jedem, was da abgeht. Halt nur so bei denen, die ich cool finde, fand. Und das war's. Und ja. Kidos ist in Folge 1 gestorben, zum Beispiel. Ja, hier war die Frage zum Beispiel, Varro 2, wie findet ihr die Schlachterei von Fall Damage? Und ich habe da keine Ahnung, worum es geht. Ich habe halt wirklich Varro 1 habe ich relativ geguckt, so ein paar Parts, irgendwas und öde, aber jetzt Varro 2 habe ich die erste Folge geguckt, bei den Leuten, die gestorben sind, das war's dann auch. Jetzt einfach sonst, jo. Ja. Ist so semi-cool. Ich habe bei Tuddle und Adi geguckt, kriege ich jetzt Hate, dass ich das bei denen geguckt habe. Weil die sind ja uncool. Die sind nicht mal cool. Die sind halt voll abgehoben. Die sind abgehoben. Früher hatte braune Haare, der war ja nicht abgehoben. Aber jetzt mal, das ist jetzt total reingeworfen. Ich sage schon mal nur Homo-Feuer. Ich finde, die blonden Haare sehen gar nicht so scheiße aus. Ja, auf jeden Fall, da habe ich geguckt und bei Ungespielt habe ich geguckt. Bei Dena habe ich geguckt, halt bei den mainstreamigsten Mainstream. Also ich habe Kedos sehr lange verfolgt und der ist ja leider rausgeflogen. Das sind komplette Laufzeit. Mit angeschaut, die ganzen 20 ja. Sekunden. Das war der einzige Tuber, wo ich hundertprozentig Varro durchgeguckt habe. Ja, krass, Respekt. Das war echt ein bisschen wahrer Fan. Ja, es klingt jetzt aber so, als ob wir das Projekt scheiße finden. Wir sagen nochmal, es ist ganz geil. Und ich habe auch von denen, wo ich gesagt habe, jeden Part geguckt bis jetzt. Also ich habe übersprungen, wenn die nur gemeint haben, die ganze Zeit. Das heißt, ich habe 3-4 Parts übersprungen. Aber ansonsten habe ich halt viel geguckt und auch Spaß gehabt beim Projekt. Genau, dazu gibt es ja eine Frage. Wie findet ihr die Grundidee zu Varro? Können wir sagen, die Grundidee ist geil. Ja, können wir was richtig Gutes draus machen, aber ich glaube, wenn ich das Turnier irgendwie. Leitet eigentlich eine Person das Turnier richtig? Nicht wirklich. Ne? Doch, ich glaube, Tuddle hat es irgendwie hervorgerufen und ungespielt und ungespielt ist da, glaube ich, das Mastermind irgendwie. Kann man es sagen? Ich weiß es nicht. Ich glaube aber schon, dass der so der Hauptveranstalter ist. Ja, auf jeden Fall. Ich würde es wirklich so machen, dass man vielleicht noch einen Channel dafür machen würde und Varro 2 Channel auf die ganze Zeit kommentiert mit Highlights-mäßig gezeigt wird. Weil komm, wer will denn wirklich in 20 Teams bei beiden Leuten ein Video pro Tag davon sehen. Da musst du unglaublich viel Zeit dafür aufwenden, um die ganze das Gleiche zu sehen. Kennt das bestimmt, aber für die anderen, falls die Zuschauer das kennen von hier, von Game One, der Beef, und dann der Halo Beef, wo das auch zusammengeschnitten wurde und kommentiert wurde, oder das Risiko Beef, wo dann halt. Ah, da gucke ich aber auch lieber die echte, komplette Version, muss ich sagen. Echt? Da, ja. Aber ich meine, das ist auch schon gut poliert, sage ich mal. Da sind die Charaktere, die da teilnehmen, gut beleuchtet und die Moderatoren, die würzen halt die langweiligen Parts auf so ein bisschen. Ja, und zeigen so ein Showcaster, ne? Ja, das könnte man so gut machen in Varro. Ich meine, die haben eine, keine Ahnung, vielleicht, wie viele Leute gucken, das kommt insgesamt wahrscheinlich schon 2-3 Millionen Leute bei allen Leuten. Meinst du? Ja, allein Ungespielt und Dena kommen doch schon fast auf 2 wahrscheinlich. Ja, aber die überschneiden sich ja, die Zuschauer. Also was ich geil finden würde, wäre, wenn alle auch zeitgleich on sein müssten, dann sagen zwar, es ist nur eine PvP-Map, aber es ist halt auch eine sehr große PvP-Map und das Grundprinzip ist ja immer noch vorhanden, das wäre nur halt viel spannender, weil du dann auch nicht oft draußen rumlaufen würdest, du würdest nicht immer rennen, also das finde ich viel, viel besser, ich weiß noch nicht, warum das nicht gemacht wurde, ich dachte erst, das wäre gemacht, aber irgendwie. Können sie online, wann sie wollen oder was? Naja, ich glaube, wenn die onkommen, dann kommt eine Nachricht in irgendeiner Skype-Konfi und dann joinen halt die anderen nach, wenn die da in der Nähe sind, schätze ich mal. Ja, aber man muss bedenken, viele YouTuber haben auch nicht immer Zeit. Ne? Und bei 16, 20 Teams mal 20, also 40 Leuten alle zeitgleich einen Termin zu machen, das geht schon nicht. Impossible. Ja, aber an sich das ist schon ein Wunder, dass sie das für eine Folge machen. Ja, aber ich sag mal, so ein Geschäftsmeeting, da schaffst du das auch, dass die Leute zusammen. Ja, aber guck mal, da machen ja teilweise Leute dabei, die so groß waren wie wir am Anfang. Tomination zum Beispiel hatte 5k, bevor es angefangen hat. Wir haben übrigens nichts von Tomination gesehen. Wir haben noch nichts von Tomination gesehen. Das klingt jetzt so, als ob wir ihn auf dem Kicker hätten, wie Tobi Nashor, der übrigens scheiße ist. Der ist auch gegen. Aber Tomination haben eigentlich nichts zu sagen, ist halt nur das Bauernopfer jetzt. So ein bisschen. Ja, der ist doof, weil der ist voll Glück. Und einen schönen Körper, den man nicht sieht, weil er die Facecam nicht macht. Weil Facecam das hat Barlo jetzt gesagt, das lassen wir jetzt mal so stehen. Tomination, einen schönen Körper. Das cutten wir am Anfang des Videos. So heißt die Folge jetzt. Bardo für den Tomination geil. Und einen nackten Körper als Thumbnail. Ja. Ich weiß nicht, wie er aussieht, aber ich finde ihn extrem erotisch. No homo. Sag ich noch dazu. No homo, voll erotisch. No homo. Also wie gesagt, wir können es als richtiges Turnier, können wir es richtig geil aufziehen, dann würde ich es auch schauen. Obwohl, ich habe auch
Oh Gott, Tube Clash habe ich auch nicht gesehen, weil es mich irgendwie nicht gejuckt hat. Tube Clash habe ich. Diese ganzen richtig gehypten Sachen, die es in Deutschland gibt, außer JBB, gucke ich alle gar nicht, weil ich alle so, nee. Finde ich also pseudo. Nee, Tube Clash war. Findest YouTube gar nicht lustig. Ne? Ich hasse YouTube. Ich hasse die deutsche YouTube. Nee, dafür, dass ich eigentlich so mit YouTube zu tun habe, gucke ich total wenig in der deutschen Szene. Ja, das sind ja auch nicht so. Je mehr man selber macht, desto weniger. Guck mal, also damals habe ich Videoabend extrem viel geguckt, das heißt extrem viel. Und ich dachte so, ja, endlich mal einer, der es sagt und der auch Ahnung hat. Und je mehr man YouTube selber macht, desto mehr merkt man, dass Videoabend eigentlich eher geht so viel Ahnung hat. Und eigentlich nur ein bisschen sensationsgeil ist. Ach, Videoabend meinst du? Achso, ich habe schon Videoabend. Oh, nee, ich meine Videoabend. Vielleicht gibt es den auch. Das ist irgendein Kanal, wo die Videoabend. Da gucken sie dann Videoabend. Wo die Filme gucken und sich dabei filmen. Ich guck mal. Videoabend. Also andere machen Blu-ray-Abend, aber Bardo macht Videoabend. Yo. Okay, jetzt führt mich zum Video zu YTT. Nein. Okay, Videoabend ist mega unsympathisch, stimmt schon. Ich kann den nicht mehr leiden. Der heult immer rum bei jedem Scheiß und. Ja, das ist wie die Bildzeitung. Wie viel verdienen die YouTuber? Und dann kommt er mit Social Blade-Statistiken. Hier kommt die Wahrheit. Das muss stimmen. Der verdient zwischen 1 und 100 Euro. Jetzt wisst ihr es. Er verdient entweder 100 Euro oder 100.000 Euro. Jetzt wisst ihr es. Ich weiß Bescheid. Die Recherchen haben gezeigt, dass er zwischen 100 und 10 Euro verdient. Direkt im Titel packen. So viel verdient Gronkh. Ja, da könntest du auch selber viel besser ausrechnen. Ich meine, der macht es auch selber. Der hat doch. Ach, wir schweifen ab. Egal, ja. Okay, dann direkt nächste Varo-Frage. Wenn ihr bei Varo mitmachen würdet, würdest du erst in die Mitte rennen oder weg? Ich würde da nie so drüber nachdenken. Ich würde einen Witz machen. Ich würde erstens meinen Partner einmal verprügeln am Anfang, den da voll wütend machen. Blutsbruderschaft. Ja, mich dann nach unten bauen oder so. Direkt am Anfang runter meinen einfach. Einfach weg. Nee. Also ich würde wegrennen, weil ich hätte die Mission, ganz viele Lauchtower zu bauen in der Gegend. AKA Penisse. Oder Lauchtower. Und deswegen würde ich halt einfach wegrennen, mich direkt eingraben in der ersten Folge, nichts machen, warten bis alle weg sind von der Mitte und dann erstmal in der Mitte so einen schönen Tower nach oben bauen. So einen mächtigen Tower. Ich symbolisiere es mit meinen Händen. So einen mächtigen Tower. Und ja, dann würde ich noch mehr bauen und Spaß haben, weil ich weiß, skillmäßig von Minecraft-Expert macht dich wahrscheinlich schon der in einem 1 gegen 1 möglicherweise mit ein bisschen Glück gewinnt. Wenn ich Diamantschwert hätte und der gar keine Waffe, der würde mich trotzdem fertig machen. Weil der halt weiß, wie du 0,2 Sekunden schneller angreifst. Ja. Wenn du die Taste. Von daher, also da. Der also, disconnected in dem Moment, wo der ein Schwert hittet, reconnected und schlägt dich dann zurück und macht das so 30 Mal hintereinander. Das ist wie so ein Jumper, der taucht dann, wieder auf. Wie ein Jumper. Nee, immer wenn du schlägst, platziert er so einen Block direkt vor dir. Der blockt den dann wieder ab. Ja. Okay, baut ihn dann wieder ab, haut dir ein und baut ihn wieder auf. Die Leute müssen wissen, was wir mit Minecraft-Expert haben. Wir finden ihn alle so ein bisschen strange, weil der so extrem viel Ahnung von Minecraft hat. Wissen wir nicht mehr, aber der heißt Minecraft-Expert. Was ist das für ein komischer Name? Ja, es ist unheimlich, dass er so viel Ahnung hat irgendwie. Ja, das ist, ich mag das nicht. Das ist so, als würde ich mich, keine Ahnung, Solitär-Pro nennen und spiele immer nur Solitär auf meinem Channel. Das ist Minecraft! Was willst du da machen? Minecraft ist Leben. Ich glaube, der kennt alle numerische Werte von den ganzen Schaden und Geschwindigkeiten. Der weiß, wie die Map aufgebaut ist. Wenn da das Schaf spawnt, muss 17 Blöcke und 3 drunter ein Golddiamant gemischt sein. Ich glaube, in Part 4, also wo die ganzen anderen Parts draußen waren, hat der gesagt, dass er sich eine Karte gemacht hat, wo die Positionen der anderen sind auf der Map von Varo. Ich meine, genau aus solchen Gründen würde das mir keinen Spaß machen irgendwie. Ich meine, ich würde da einfach nur entertainen wollen. Er macht's ernst. Ja, aber er will halt gewinnen. Darum geht's ja bei Varo. Ja, da, wenn du gewinnst, dann hast du gewonnen. Ist wichtig. Wer hat Varo 1 gewonnen? Ernsthaft, wer hat das gewonnen? Ich keine Ahnung. Paluten. Ja. Paluten? Paluten. Ja, kann sein. Ich habe irgendwann Folge 522 gesehen, wo GLP und Zombie seit 400 Folgen Kohle abgebaut haben. Dann dachte ich mir, geiles Turnier. So viele Parts cool. Gibt's doch gar nicht, oder? Ich guck mal kurz nach, wie viele Parts es gab. Ja. Keine Ahnung. Mann, das ist 40 Folgen. Also, ja, das ist vielleicht. Also ich weiß nicht, ob das geht, aber wenn das Gebiet irgendwie immer kleiner wird mit jedem Part oder so, wäre ja auch interessant. Dass das mein oder einfach solche Deathmatch-Tage, wo alle irgendwie in die Mitte kommen müssen oder so. Ne, es ist ja immer Deathmatch eigentlich, ne? Aber hier, Finale, Folge 40. Wo alle gezwungen werden. 40 Folgen. 40 Folgen, einfach. Davon sind wirklich. Hab ich doch gerade gesagt! Nein, ist nicht. 38 Folgen davon. Ich hab gerade 40 Folgen gesagt. Okay. Aber es sind einfach 38 Folgen nix. Das ist so. Und nach 15 Parts sind doch schon fast alle down gewesen, oder? Ja, das waren nur noch 3 Teams übrig oder so. Und die haben halt wirklich dann 20 Parts nix mehr gemacht. Ich glaube, da war der Hype auch ziemlich weg, ne? Ja, aber Varo 1 war besser als Varo 2. Sehe ich jetzt schon immer. Varo 1 war viel besser. Echt? 40 Folgen rummeinen war viel geiler. Viel besser. Wir machen es zum Glück jetzt vollkommen anders.
damit das nicht nochmal passiert. Naja, aber die haben auf jeden Fall Regeln eingebaut, zum Beispiel, dass man nach 15 Minuten auf dem Server gekickt wird. Also es wurde wohl irgendwie vorher rumgecheatet, dass die noch länger drauf waren. Das ja, man durfte auch, okay, bis zu einer Minute überziehen, das haben alle gemacht, immer. Ja. Das weiß ich auch nochmal. Also 15:59 okay. Folgen gemacht. Ja. Also schon legitim, müsste die jetzt gekickt werden. Ja. Obwohl man dann auch einfach genau nach 15 Minuten angreifen könnte und dann automatisch gekickt wird und sagt, ja, das ist der Server, kann ich nichts für. Das ist, ja. Das macht Minecraft Expert bestimmt. Die greift dann an, wenn er disconnected. Ich komm auf die Variante noch nicht klar mit dem Disconnect. Was bringt das? Dann ich trau dir das zu. Bevor er angreift. Nee, ey, ich glaube, die sind unverwundbar, wenn die spawnen. Das hat jetzt schon irgendein 13-Jähriger geschrieben. Ey, die sind unverwundbar, wenn die spawnen. Der kann die Taktik gar nicht machen. Sind die auch für ein paar Sekunden, glaube ich. 30 Sekunden, ja, wurden wir jetzt schon beleidigt. Ey, wir haben halt keine Ahnung, aber das. Wir reden halt gerne. Und wir reden gerne über Sachen, wo wir keine Ahnung haben. Wir reden auch gerne über Minecraft von mir. Und wir lässt gerne über YouTuber, von dem wir noch nie ein Video gesehen haben. Ja. Minecraft Expert ist scheiße, weil mag ich nicht. Ich hasse ihn voll, Mann. Ja, ich hoffe, der stirbt. Ey, nachher ist das der korrekteste YouTuber im ganzen Projekt, ja, und wir haten den voll, genau wie Turbinaten. Ja. Der du kommst Körper auf Turbinaten hat. Immer. Ich möchte es nochmal sagen. Er ist Turbination. Stimmt, Turbination. Turbinaten. Ey, Turbinaten. Tomaten. Ey, das ist Deutsch. Turbinaten oder Turbination? Come Turbination. On. Ist ein deutscher Kanal. Tobias Nation. Nächste Frage. Haben wir noch eine Frage? Okay. Habt ihr vor, selber ein Minecraft-Projekt zu starten? Ich und Bade wollten ja mal Lauchbohrer machen. Haben wir angekündigt, fanden alle cool, wir haben es nie gemacht. Ja, ich hätte voll war das bei dir. Warte mal, bei dir war das echt eine Planung bei dir? Ja, wir wollten das machen. Das hat mir, also wir haben, ich hab geschrieben, nein, dass bei es dir, cool ist. Bei, ich meine bei Corrupted. Wir hatten das vorgehabt. Du hast doch einfach auf Spaß gesagt, Lauchbohrer. Nö, das hat nein, wir, haben, wir das wollten das echt gewesen. Machen. Ja. Haben wir gesagt, ist echt? Cool und das dann war fertig geplant. Dann habe ich gesagt, ey, ich kann höchstens einen Penis nachbauen mit so einem Minecraft-Klotz. Und dann hast du gesagt, okay, lass uns das reicht. Das reicht, um alles zu bauen, was ich mir vorstelle. Mir sagt ja keiner was. Nee. Ich hätte echt Bock, so ein bisschen PvP auch zu machen oder was weiß ich, weil Minecraft. Ihr sagt alle, ja, aber Minecraft ist das zugänglichste Spiel, was es gibt momentan, weil jeder kann es haben, jeder. Da kann damit Spaß haben und ich brauche eh noch ein zweites Projekt, was ich machen will, weil... Was willst du Minecraft PvP machen? Du spielst halt einfach nur so ein bisschen. Ja, aber du kannst das erstens nicht. Du wirst da abgefickt von den 12-Jährigen. Alle, mit denen ich schon mal Minecraft PvP gespielt habe, werden bestätigen können, dass ich das sehr gut kann. Stimmt, du hast mit mir im 24-Stunden-Stream gespielt und wir haben rasiert. Ey, ich war im Finale! Ich war im Finale, das weißt du noch. Ich war und ich war dein Teampartner dabei. Im übertragenen Sinne. Ja, das heißt, du warst auch im Finale. Ein Teil von mir war in dir und dieser Teil war im Finale. Also, wenn man es jetzt weiter sieht, wir würden Varo gewinnen. Wir würden fast gewinnen, wir würden Varo gewinnen, ja. Ist ja das Gleiche an sich. Ja. Also, ja. Und deswegen sind wir nicht dabei. Bock auf Minecraft? Auf ein Projekt? Ja, wie gesagt, ich habe ja damals schon gezockt Minecraft. Habe eigentlich schon zwei große Projekte gehabt. Irgendwie habe ich keinen Bock, nochmal anzufangen. Aber an sich habe ich nichts gegen Minecraft. Minecraft ist ein schönes Spiel. An sich, ja. Lego ich finde nur PvP. Man kann alles bauen, was man möchte. Und jo. Ich finde die Sache an Minecraft ist, das Spiel an sich ist genial. Du kannst machen, was du willst, aber jeder verfickte YouTuber denkt, das ist die geilste Idee, den Spielmodus zu spielen, wo Minecraft völlig egal ist. Warum spielt ihr Minecraft, wenn ihr einen Spielmodus spielt, wo man nicht mal was abbauen kann? Das macht keinen Sinn. Ihr könnt ihr gleich was jetzt. Wo alles schon fertig gebaut ist. Ja, das ist, ihr macht da gar nichts. Da rennt man das rum. Kampfsystem ist so gut, Mann. Das Kampfsystem ist so. Fertig. Krass. Performance, ESL, bitte. Es gibt Menschen, die damit Spaß haben und deswegen akzeptiere ich das. Nein. Ich versuche politisch korrekt zu sein. Nein. Habt ihr denn andere Minecraft-Projekte mal geguckt, eigentlich? Mal so reingeguckt irgendwo? Ich habe Drunk Minecraft von Markiplier geguckt. Da war er besoffen mit seinen Kumpels. Aber das hätte auch jeder andere Spiel spielen können, das war egal. Ja. Aber sonst, nee. Als ich damals noch in der Beta aktiv war, habe ich Gronkh geschaut. Ich habe keine Ahnung, wie viele Abos er hatte, habe ich nicht drauf geachtet. Aber da war auch noch relativ klein, denke ich mal. Der hat nur Minecraft gespielt. Entschuldigung. Und keine Ahnung, ich glaube Folge 150 oder so. Ja. Du hast 150 Folgen davon geguckt? Nein, ich war bei Folge 150. Nein, nein, habe ich nicht. Ja, es gibt ja, nein, du hast 150 Folgen geguckt. Es gibt auch dieses Minecraft Hero Projekt oder was und die Leute, die das geil fanden, die fanden das halt extrem geil irgendwie. Und ja, aber es gibt doch die 13 Projekte gleichzeitig, die alle das gleiche sind. Ich weiß, hier sind 20 YouTuber, die machen Sachen gleichzeitig und so. Ja, ich meine, okay, die meisten, die gucken Minecraft ja wahrscheinlich auch nur, um Leute, die cool finden,
reden zu hören und vielleicht lachen zu hören und sich ablenken zu lassen. Und ich glaube, wenn du davon dann viele YouTuber hast, die du magst und wo dann auch lachen. Ja, es ist halt ein geiles Spiel, um solche Sachen selbst zu bauen, für so eigene Spielmodi zu erfinden. Ey, ja, nimm mir ein anderes Spiel, wo du mit 20 anderen Leuten zusammen was machen kannst. World of Warcraft. Was mainstreamig genug ist und nicht so nischig. Ja. World of Warcraft habe ich übrigens nicht so ausgelutscht ist wie Minecraft. Ne? Gibt's angefangen? Gibt's eigentlich einen Let's Player, der World of Warcraft macht? Also gibt es ja. Bombi. Moment, oh, wie heißt der? Ey, der hat ungespielt letztens gefeatured. Ich glaube, der hat auch 80k oder so, aber ich guck's jetzt nicht. Auf jeden Fall gibt's davon viele, ja. Ja. Aber auf jeden Fall ist es zugänglich, Minecraft, und das ist der Trumpf. Also Minecraft als Projekt würde ich gucken, wenn es mal wirklich wieder jemand normal macht. Also wirklich mal alleine oder mit mehreren Leuten einfach ganz normal spielt, ohne fucking Mods, ohne komische Texture-Packs, ohne PvP-Kram, sondern einfach nur baut oder so. Obwohl das mittlerweile, glaube ich, auch nicht mehr so geil ist. Ein bisschen bessere Grafik kann man schon. Ey, das ist auch ungeil, ein bisschen eigentlich nur bauen, oder? Okay, es war damals geil, wo man noch nicht wusste, was erwartet. Weil bauen ist doch das Geilste, einfach kreativ sein. Aber was ist daran geil? Du baust halt irgendeinen Scheiß. Du baust es lieber selbst, stimmt. Genauso wie weswegen man Lego damals gebaut hat, weil es geil war, Dinge zu erschaffen. Ja, es war aber auch geiler. Aber das wird man sich angucken, stimmt schon. Es war geiler, Sachen zu bauen, die dann kaputt zu machen eigentlich. Nee. Nein, da steckt viel Arbeit drin. Wie kannst du deine eigene Arbeit kaputt machen? Dann war das falsch gespielt. Bardo baut die Mona Lisa in Lego-Stein und wirft aus dem Fenster. Hat dann also Spaß. Ihr wart so Menschen, ihr habt eine Dominobahn mit 80.000 Steinen aufgebaut und habt gedacht, oh, schön, jetzt baue ich mal jeden einzelnen Stein ab. Und wenn einer umfällt, habt ihr geweint. Nein, sauer. Hört auf! Und dann habt ihr die alle weggeschmissen. So, nein! Durchgetreten. Nein! Durchgetreten. Nein! Scheiße, Domino! Das muss stehen. Nee, so Menschen waren hier. Wenn ich Lego gebaut habe, dann habe ich... Nee, ich habe als kleines Kind, ich habe immer... So Metallspielzeugautos genommen und hab die in der Presse von meinem Opa so kaputt gemacht. Weil ich nur voll Spaß dran hatte, so Autos kaputt zu sehen. Und mit dem Hammer. Aber nur weil du die Autos nicht selber gebaut hast, deswegen hat es. Stimmt. Hätte ich sie selber gebaut, hätte ich mir Liebe in diesen Autos gespielt. Kennt ihr noch Beyblade? Diese Kreisel, die gebildet haben. Da gab es auch auf den Schulhöfen manchmal welche, die hatten welche aus Metall und das war voll unfair. Weil meine waren aus Plastik. Ja. Meine Plastik. Die reichen Kinder. Scheiße. So meistens mal kaputt gegangen, ey, das war so traurig, ey. Ja, Stan. Stan, kennst du noch Beyblade? Was gab's damals? Ich kannte Beyblade, aber das war nicht zu meiner Schulzeit. Da war Pokémon-Karten aktiv. Stan in der Schule war, hatte mit, keine Ahnung. Aber Beyblade nicht nach Pokémon? Ja, okay. Ja, das kam nach Pokémon. Stan Pokemon, ist ja alt, nicht? Sorry. Ich war dann schon in 10., 11. Klasse oder so. Er hat mit Essen und Steinen gespielt. Ja. Moment, noch die Frage. Wir sind ja beim Thema Minecraft und nicht, wer ist euer Favorit? Jetzt könnt ihr, Kedos. Kedos? Ich fand Kedos Aktion geil. Nein, ich finde, Kedos ist echt ein ziemlich underrated YouTuber. Also der hat echt die beste Synchronstimme, die ein YouTuber hat. Vardo 1 hat ein bisschen länger durchgehalten, bis Folge 15 oder so. Und diesmal ist er leider sofort rausgeflogen. Und eigentlich war er mein Favorit. Ich hätte ihn weitergeguckt, wenn er noch da wäre. Ich weiß schon, dass ich hätte wahrscheinlich eh keinen weitergeguckt, aber ich fand das Video von Kedos ist das einzige, was ich gesehen habe. Ja. Also meiner war Tadel Adi, weil die halt so ein bisschen diese, ach ist egal, wir schaffen das eh nicht, Mentalität hatten, aber am Ende war das so. Ja, aber am Ende war das so wie, ach komm, interessiert mich doch nicht so sehr. Das war dann ein bisschen kacke, dass die da so ein bisschen sich haben schleifen lassen und auch nicht richtig aufgenommen haben, das war ein bisschen kacke. Mhm. Aber ansonsten, für wen mich sonst, ey? Ich sag mal einfach German Let's Play und umgespielt, weil ich die momentan auch noch gucke und deswegen will ich, dass die leben. Ja, die sind gut. Ja. Ich hätte noch Revi gesagt, aber. Revi ist auch down. Ich guck mal kurz. Ja, der ist down, aber war Favorit. Ist er nicht sogar in Folge 2 gestorben? Ja, ich glaube schon. Von Minecraft Expert. Warum sterben alle, die meine Favoriten sind? Weil Minecraft Expert die Favoriten rausnehmen will. Der will keine Views haben, der will gewinnen. Yeah. Er will performen. Ja. Er will nur mit der X-Domination noch zum Schluss battlen. Ja. Ey, aber echt, fast alle Großen sind raus, ne? Viele Große auf jeden Fall. Okay, Zombie ist noch da. Gewinnt man als Team eigentlich? Oder wenn ihr zu zweit seid, müsst ihr dann... Als Team gewinnt man, glaube ich. Ey, Zander LP ist hier wieder dabei, der aufgehört hat, weil YouTube so scheiße ist. Ja, der hat aufgehört und wieder angefangen. Und jetzt ist Bevaro dabei. Okay, Hör ich da Neid raus? If you always go YouTube, you never go back. Pizmeet ist raus. Pizmeet ist, ja, das Tandl ist raus, Radi ist raus. Wie auch immer dieser Skate 702 Germany ist, keine Ahnung. Wer ist das? Weiß nicht, der hat einen beschissenen Namen, aber der ist anscheinend recht beliebt. Skate 702 Germany? Ja, das ist wirklich so. Generischste. Ja. Skate 702 Germany heißt das. Das ist wie Fahrradfahren 123. Ja. Okay, der hat seine Abonnentenzahl ausgestellt. Smart.
Aber kann man dann seine Views wahrscheinlich auch. Ja, der macht 2009, okay, der macht 2009 YouTube. Dann darf er so einen Namen haben. Dann darf er das, ja. Aber damals hat man ja auch so einen Namen gehabt. Der scheint aber nicht so groß zu sein. Ist ja auch egal, es geht darum, wie viel Leidenschaft er hat und wie viele Leute er unterhalten kann und berühren kann. Nee, ich gucke halt nur so generell, damit wir es halt wissen. Ja, und mich berührt. 100k er. Circa, denke ich, vielleicht. Irgendwas mit dem Dreh. Wie viele Views hat er denn pro Video? Kann man ja 10%. Auf Varo 5 bis 10k. Ja, dann hätte er 100.000 wahrscheinlich. Ja, aber Varo hat viel mehr Grenze als die anderen. Eigentlich nicht rechnen. Er wird alles so 5k, also so zwischen 50 und ja. 150k, denke ich mal. Hm. Ja. Denkt, dass dein Team Lauch und Varo geben könnte? Haben wir schon mal drüber geredet? Wenn es die Möglichkeit geben würde, würde ich hundertprozentig mitmachen. Einfach nur, um ein bisschen Spaß zu haben, Leute zu entertainen. Aber ich würde nicht versuchen zu gewinnen. Ich würde einfach Spaß haben. Fall. Dazu muss man anmerken, dass Corrupted mit Bardo ein Team haben möchte. Nee, ich bin das dritte Rad. Du kannst doch ein Team mit Hacki machen. Seid ihr Team Lauchhack oder so? Oder Hack mit Lauch oder so. Das wäre doch auch cool. Hackbällchen. Ey, wie cool ja, wenn wir zwei Teams Lauch, Team Lauch hätten, dann klar. Dann wie cool wäre das denn? Haki, Stan und Markus und ich. Und dann sind wir im Finale gegeneinander. Varo 8. Und keiner hat Ahnung, worum es geht. Irgendwie überlebt, weil ja, wir uns eingebuddelt haben. Das, und ist, alle doch, das ist doch ein Ziel, woran wir arbeiten sollten. Kann man eigentlich auch aus der Map rausfallen, wenn man zu tief gräbt bei Varo? Ja, nee, ganz unten ist einfach, sind diese Bedstone-Steine, die man nicht durch. Weil das wäre mega peinlich, Alter, wenn du runterfällst. Ich würde in Lava sterben oder ich würde ertrinken. Was noch nie im Minecraft-Spiel passiert ist, ich würde ertrinken. Ich würde irgendwie reinfallen, da kommt Sand über mich drüber und ich weiß nicht mehr, wo was ist, nun sterbe ich. Das ist dann der epische Tod des Corrupted, Folge 1. MC Expert wird sich da rausjumpen. Ja. Mit seinen Jumper-Skills. Der würde den Sand abbauen, während er runterfällt, den zu Glas verarbeiten und auf das Wasser drauf glitschen, weil durch einen Bug, wenn man es in einer bestimmten Höhe macht, der bleibt wird, das Glas auf dem Wasser drauf. Nee, der wird ein großes Glas bauen dadurch und dann das Wasser auffangen. Ja. Und das dann kaputt machen und durch das Wasser, während es runterfließt, hochschwimmen. Ich glaube, das so funktioniert Minecraft nicht. Ich glaube, das doch, nicht bestanden. So geht das. Du musst nur schnell genug Leertaste drücken. Du musst das PvP-System ausnutzen. Ey, aber ich finde, Minecraft sieht mit den richtigen Mods sogar relativ schön aus. Wenn ja, ich das mal sagen darf. Ja, also, mit Mods sieht das schon, ist schon ganz geil. Ah, hier ist eine Frage. Würdet ihr sofort in Varo sterben? Ja. Ja, klar, ja. Direkt. Wenn sogar Kinos, der das jeden fucking Tag spielt, sofort stirbt. Der war aber auch dumm. Der hat direkt den ersten Baum versucht abzufarmen, fast in der Mitte. Ja. Ich glaube, also, wir würden besser performen, weil wir einfach nicht so nervös wären wie die. Wir würden einfach keinen Fuck geben. Ja. Wir würden uns selbst schlagen. Ey, meinst du, dass du nicht nervös wärst, wenn du mit einem YouTuber mitzockst, ja, die zusammen irgendwie 5 Milliarden Abos? Ich hätte aber nicht den Druck zu gewinnen. Das wäre mir halt. Ja, ich meine. Ja, aber du wirst. Ja, schon. Ungespielt hat German Let's Player angeschrien in Folge 1, weil er 10 Meter von denen entfernt war. Und ich glaube, ich bin einfach wegrennen in der ersten Folge, soweit es geht, bis zum Rand, mich einbuddeln. Und ich renne die andere Richtung. Und dann irgendwie nach der Folge, wo bist du eigentlich? Keine Ahnung. Ey, das wäre auch voll geil, so eine Folge, wo man sich einfach trennt, wo du sagst, wo man sich streitet und der eine geht nach Norden und der andere in den Süden. So, ey, voll Drama machen. Wir machen jetzt Singleplayer. Jetzt spoilern wir schon. Wir spoilern jetzt schon Varo 25, wo wir dabei sind. Mann. Scheiße. Guck dir das alle an. Scheiße, Mann. Ah, Varo 25. Das ist nicht mein Split, sondern Teamsplit, ne? Ja. Oder man tötet sich gegenseitig. Ach, hier ist noch eine Frage, die ist für Bardor als sehr organisierter und seriöser Minecraft-YouTuber sehr wichtig. Hm. Wenn ihr könntet, was würdet ihr an Minecraft ändern wollen? Oh, das finde ich schön, die Frage. Am Spiel generell? Ja. Hm? Ja? Ja. Nee, ich finde es so gut. Das ist ein gutes Spiel so. Ich finde es super. Ich finde, das Kampfsystem ist auch gar nicht verbesserungswürdig. Das ist ein bisschen tiefgang. Es so reicht ja schon, wenn es einen schwachen und einen starken Schlag gibt oder was. Das wird ja schon mehr Tiefe geben. Man kann ja blocken immerhin, das ging früher nicht. Das ist natürlich schon viel mehr. Ja, das war's dann auch. Man braucht eigentlich gar nicht so viel. Vielleicht auch einfach eine stärkere Ausdauer, dass du nicht Dauer schlagen kannst oder was. Dass das dann ein bisschen Dark Souls-mäßig ist oder was. Ja. Ich meine, das ist nicht so schwer. Lebensspike über den Gegnern. Ja, vielleicht schlauer. Gibt's ja schon mit Mods, ne? Ja, gibt's ja ich weiß nicht. Es ist auf jeden Fall nicht so schwer, das Spiel besser zu machen. Also das Kampfsystem zumindest. Das Grundprinzip finden wir ja alle ziemlich geil. Das müssen wir nochmal sagen. Ja, aber das Kampfsystem finde ich halt so. Ach, es wird eh passieren. Wird eh sagen, ihr habt keine Ahnung und meckert über das Spiel. Ja. Scheiße. Es wird passieren. Ja. Mach mal wieder Minecraft Friendly. Ja. Mach mal wieder FIFA. Mach mal wieder FIFA. Okay. Ist voll scheiße. Mach mal wieder FIFA, ja.
Mann, ich habe jetzt noch eine Geschichte, die erzähle ich jetzt einfach mal, weil die passt. Die musst du aber nochmal erzählen, dann wir noch. Die erzähle ich nochmal, aber die ist so interessant, die erzähle ich nochmal. Um zu zeigen, wie asozial meine Klasse war damals in der 10. Und zwar hat ein Mädchen, beziehungsweise die war so geschminkt, dass wenn ihr sich auf den Tisch gelegt hätte mit dem Gesicht, dann wäre da so ein Farbabdruck gewesen auf jeden Fall. Das ist aber nicht die Story. Auf jeden Fall hat die ein Porno gedreht in der 10. Klasse. Was? Und der ging irgendwie, also halt dann keinen richtigen Porno, die wurde halt gefilmt von ihrem Freund beim Oralverkehr. Pics für Research. Nee, ich hab's auch nicht gesehen und auf jeden Fall. Du wolltest es nicht sehen, man hat sie angeboten, du hast gesagt, nein, das möchte ich nicht. Das war so weird. Nein. Die hat irgendwie den Spruch gesagt, ich kann nicht mehr oder so zwischendrin und das wurde von ganz vielen Leuten, also wenn du in meiner Gegend, wo du wohnst, rumlaufen lässt, ich kann nicht mehr, dann assoziieren Leute damit diesen Porno-Ausschnitt. Ich habe den nie gesehen, wie gesagt. Ja, ich bin ein bisschen bescheuert. Auf jeden Fall ging das dann rum, die Lehrer wussten davon und so weiter und das war so merkwürdig und die Jungs haben sich das irgendwie angeguckt, auch im Unterricht haben die sich das angeguckt, zur Belustigung irgendwie und dieser Russe hat mir das auch mal so irgendwie unter die Nase gehalten, den ich nicht so doll mochte, so ey, das ist doch geil und dann hat ihm das so gezeigt. Das so, ist ey. Doch geil, oder? Und ich fand das total respektlos, weil die saß da mit im Raum und ich meine, ich konnte das nicht nachvollziehen und auf jeden Fall, das war so das Asozialste, was ich mitgekriegt habe. Dass eine Mitschülerin ein Porno gedreht hat und dass das im Unterricht geguckt wurde von Mitschülern und die das irgendwie zu Hause interessant fanden. Zu Hause wäre es voll okay. Zu Hause wäre es voll okay. Ich meine, die haben es auf dem Handy gespeichert. Warum? Ja, das ist echt komisch. Warum? Ja, weil die damit mobben können. Das, ja, wenn wir wieder beim Thema Extrem. Das, habt ihr auch mal ein Porno gedreht? Das glaube ich im Arsch. Nein. Ich halte die unter die Nase. Ist doch geil, oder? Würdet ihr gerne mitmachen bei einem Porno, wo 10.000 YouTuber mitmachen? Überleitungsmeister. Ich versuche nur noch eine coole Headline zu machen. Irgendwie Porno von Markus oder sowas. Corrupted dreht ein Porno. Wir nennen das Format dann Paro 2. Der Titel ist Corrupted dreht ein Porno, alles über Minecraft. Corrupted dreht ein Porno, / Minecraft Maro Lauchtalk. Ey, Minecraft-Porn, das wird auf YouTube der Brenner. Oh, man verbindet quasi. Alter, wie willst du das? Man verbindet quasi Minecraft und Pornos. Du musst einfach in den Hentai gucken, da ist genug. Das beste aus zwei Welten. Außerdem, Stan, wenn du ehrlich bist, hast du doch auch nur Oculus Rift geholt, weil du in der Hoffnung bist, dass da irgendein kranker Asiate irgendein Porno-Game zu machen. Gibt's doch bestimmt schon. Stan, gibt's das schon? Ja. Stan, ist das gut? Wie kommst du drauf, dass das noch gemacht werden muss? Okay, das ist jetzt Stan auf dem anderen Kanal und haben wir noch ein bisschen Seriosität verloren. Das ist Hey-Porn. Wie immer. Mich macht gerade Commander Krieger ein bisschen traurig, seine Statistik. Also der ist echt am Abstürzen gerade. Der arme Kerl. Der hatte seine 15 Minuten gehabt. Aber Commander Krieger hat mal erzählt, dass der mal 10.000 Euro brutto verdient hat. Das fand ich krass. Ja, aber wenn ich das jetzt so gucke, wird er sich bald einen Job mal holen müssen, wenn er so weiter runterfällt. Na, das geht noch, oder? Nee, nein, das ist noch die Masse jetzt. Aber die neuen Videos, von denen könnt ihr nicht mehr leben, glaube ich, oder? Wenn wir jetzt mal überlegen, wie viele Views hatten der auf den Dingern? Also, der tägliche Durchschnitt sinkt seit 2014 konstant. Aber der macht auch erst 90.000. Erst 90.000, dann 70.000. Aktuell ist er bei 60.000 pro Tag. 60.000 und der war mal bei. Und bei dem Video? Ja. Bei den Videos ist er 10.000 bis 20.000 aktuell. 60.000 daily nur noch? 10 bis 20.000 ist echt nicht viel. Ich habe auf Five Nights. Der hat 800.000 Abos so gebracht. Der hat 800.000 Abos und der kriegt nur 20.000 Views. Ey, 60.000 daily ist schon an der Grenze, oder? Dass man davon leben kann, oder? Also ab 100.000 kann man gut von leben, glaube ich. Wirklich gut. Das kann man sich ja auch. Das sagt man so. Ab 100.000 kann man gut leben, ab 50.000 fängt es langsam an. Ne? Und wenn er so weitermacht, dann muss ich echt bald einen Job holen. Der arme Kerl, ja. Und ich weiß nicht warum. Ich naja, aber nicht. Der verdient bestimmt auch noch was über irgendwelche Links und. Glaubst du, aber das echt, wird er auch alles Leute verlieren, T-Shirts wenn das so weiter. Von ihm kaufen? Naja, der macht ja auch Product Placement vielleicht, hat er ja auch schon gesagt, dass er das macht. Ja, aber das wird ja auch alles verlieren. Okay, wenn er weniger Aufrufe hat, hat er natürlich auch haben die Unternehmen geringeres Interesse, den zu vermarkten. Ja klar, und irgendwann wird er diese Verträge verlieren, weil du einfach nicht mehr interessant bist. Ja. Und ich finde, der Commander Krieger ist da gerade echt. Der muss nur wieder mehr COD machen. Und wir müssen mit ihm Varo machen. Oder und da schließt sich der Kreis. Oder halt, Stan rennt ein Oculus Rift Porno mit ihnen und jetzt. Oh, jetzt hast du den Kreis wieder versaut. Tut mir leid, das war eine gute Abwehr. Schnell. Man kann Minecraft mit Oculus spielen. Auf Varo. Ja. Tschüss. Ja. Tschüss. Leute, ja. Nehme ich mit. Das ist schön. Oh, ich habe meine Aufnahme. Nee, ich habe die. Oh, was habe ich gemacht? Ich habe irgendeinen Knopf gedrückt und dann war mein Bildschirm, hat der geflackert. Also die Aufnahme hat geflackert.
Moment. Meine läuft noch. Was? Ich bin der Letzte?